Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und wir haben das letzte Mal den Tipp bekommen, dass wir ein Boot nehmen sollen, um auf die andere Seite zu kommen, auf die Halbinsel. Das machen wir jetzt mal schnell. In der Offensive. Die Galata-Feste ist sicher, doch Yusuf ist noch nicht von seinem Kampf zurückgekehrt. Gehen Sie zur Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk in der Nähe des Bazars und suchen Sie ihn. Machen wir doch. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde. Den Fluchtweg aufschneiden. Den Fluchtweg aufschneiden, ich will nicht fliehen. So. Der andere schaut auch nicht her. Ihr kämpft, als kennt ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersan nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier, mindestens seit dem Erdbeben, vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, See. Hemde Falter, Shigibi. Glaubt mir. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Anscheinend diese Kirschbomben wahrscheinlich, oder? Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Oh, sorry. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir bocken sie uns vor den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Bloß weil er es nicht kennt. Da bin ich gespannt, was wir da jetzt alles für Bomben basteln können später. Weil wir haben schon einiges gelesen, auch in der ersten Folge. Oder war es schon in der zweiten? Ich weiß es nicht mehr. Welcher jetzt genau? Aber was wir da alles bekommen haben, das ist Schwefel, Phosphor. Vorhin habe ich noch was gefunden. Lammblut, glaube ich, war das. Nun ihr. Macht mich stolz. Kirschköderbombe. Eine Kirschköderbombe auf die Straße werfen, um die Wachen zum Ursprung des Lärms zu locken. Okay, wie mache ich das? RB. Okay, erstmal das. Erstmal die Bombe auswählen. Y halten, um manuell mit der Bombe zu zielen. Okay. Oh. Ich könnte den die natürlich direkt an den Kopf werfen. Aber okay. Das haben die doch eigentlich gesehen, von wem die kommt. Da gehen sie. Schnell. Wir sind fast da. Das haben die doch eigentlich genau gesehen, von wem die kommt. Die Bombe. Unser schöner Kletterhaken. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist, zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Okay. Oh.
Kontrolle über Konstantinopel. Wenn sie an die Feste der Templer... So. Machen wir erstmal weg. Ja, 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 ich komme ja gleich. Ich hab bloß da noch einen wegmachen müssen. Nee, sprechen wollte ich mit ihm. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet, dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Drücken Sie alles, um den Nadelsinn einzusetzen, ja. Setzt eure legendären Sinne ein, Ezio, und sucht die Straßen ab. Dann findet ihr euer Ziel. Ah, okay. Ach so. Ah. Sie haben den Hauptmann der Templer identifiziert. Okay. Okay, den... Können wir also jetzt... Oh. Kommt drauf an, in welche Richtung der sich jetzt dreht. So, da la. Giftpfeile. Na? Na, 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 na. Mein Gott, ist das ein Kampf. Erstmal noch kurz looten. Wie weit ist jetzt der da unten? Stinkdrüsensekret. So, jetzt ist er im Arsch. Oder? Ja, der Hauptmann ist wurde eliminiert. Die Turmspitze erklimmen. So. Haben wir wieder unseren schönen Haken eingesetzt. So. Auch da. Ja, mit den Pfeilen geht es aus der Entfernung schon ganz gut. So, synchronisieren. Als allererstes mal. Dann entzünden wir gleich mal das Feuer. Ja, in dem Teil müssen wir die Türme wenigstens nicht mehr abfackeln. So, anzünden. Achso, dann synchronisiert er wahrscheinlich automatisch, oder? Volle Synchronisation erreicht, ja. Erinnerung sogar, das ist Sequenz 2 schon wieder beendet. Ach du Scheiße. Istanbul und Konstantinopel. Erfolg freigeschaltet. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber...
Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Wir hören noch, was sie sagen. Aber sie wissen nicht, dass wir sie hören. Höchstwahrscheinlich wissen sie das nicht. Aber wir werden uns jetzt mal zurück in den Animus begeben. Beziehungsweise wir sind ja im Animus, aber wir werden uns zurück in die Welt von Ezio begeben. Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazin, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Sequenz 3. Verloren und gefunden. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Okay. Dann machen wir das mal. Mit dem Mann in Galata sprechen. Oder so ähnlich. Okay. Wir sind also anscheinend hier rübergefahren. Das ist aber angeblich bloß eine Halbinsel. Also es muss anscheinend hier auch einen Weg zurückgeben. Hoffe ich. Meine ich. Was ist das da hinten alles? Schneider. Okay, der ist noch gesperrt, weil wo kann ich denn die... genau das wollte ich. Okay. Okay, da gibt es anscheinend keine Verbindung. Kann man auch mal klären. Okay, gut. Gut, 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 gut. Das da hinten gehört anscheinend uns. Was ist das da? Söldnerauftrag, Söldnerhauptquartier. Wo ist unsere... Da hinten ist unser Erinnerungsanfang. Okay, viel zu tun. Viel, viel, viel zu tun. Wir schnappen uns als erstes jetzt mal den Schatz da. Den reißen wir uns jetzt unter Nagel. Der müsste irgendwo da hinten liegen. Ah, da liegt mehr als einer. Durch illegale Aktionen werden sich die Templer der Aktivität der Assassinen bewusst. Ist... Ey, Alter, ich würde es gerne lesen. Krähenfuß, so. Krähenfuß ist ein scharfer Metallstift, die Fußgänger bewegungsunfähig machen. Wir werden für Krähenfußbäume benötigt, ja. Okay, dann gehen wir mal in Richtung der Hauptmission. Darf ich mal? Da. Nein, ein Assassine. Kein Mörder. Macht das ja nicht zum Spaß. Ja, das klappt schon ganz gut mit dem Ding. So. Hinten sind wahrscheinlich noch ein paar
ein paar Wochen. So, außenrum hier. Wo ist denn unser Mann? Unser Mann steht... Wo steht er denn? Ah, da drin steht er. Der ist gefangen. Warum er gefangen ist, das werden wir herausfinden. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.